Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen. Ich bin Babsi von Babsis Bastelwerkstatt und ich freue mich, dass ihr heute wieder dabei seid. Ja, dies ist Teil Nummer 1, 2, 3, 4, 5, würde ich sagen, von einer kleinen Videoreihe. Und zwar machen wir heute zusammen eine Dankeskarte, und zwar diese Karte hier. Eine andersformatige Karte dieses Mal. Und ich habe mir zur Aufgabe gemacht, euch aus nur einem Stempelset und ganz wenig Material, also nur drei Farben und zwei Stempelfarben, also drei Papierfarben und zwei Stempelfarben, ganz viele unterschiedliche Karten zu machen. Die seht ihr alle hier, die bekommt ihr auch gleich zu sehen. Grund dafür ist meine Idee für die erste Bestellung bei Stampin' Up, da habe ich euch ein Video aufgenommen. Und dabei habe ich mir dieses Stempelset ausgesucht, Blühende Worte heißt es. Das ist ein tolles Stempelset, hier ist die Bestellnummer, falls ihr die braucht. Und aus diesem Stempelset kann man mit ganz vielen Sprüchen und tollen Hintergründen richtig viel machen. Und was man machen kann damit, das zeige ich euch in dieser Serie. Wie gesagt, heute machen wir die kleine Dankeskarte. Kann man immer gebrauchen, ein kleines Kärtchen zum Mitgeben als Dankeschön. Und dann zeige ich euch, was wir in den letzten Videos gemacht haben. In dem letzten Video haben wir eine Trauerkarte gemacht. Halt, ich muss euch die andere zeigen. Diese hier. Die hat das richtige Etikett dazu. Diese Trauerkarte ist sehr schön schlicht und elegant. Finde ich, mit einem schönen Spruch kann man aus diesem Stempelset wunderbar zaubern. Dann haben wir eine herzliche Glückwunschkarte gemacht oder eine Geburtstagskarte mit einer anderen Technik, die Blume schön verwendet und einen Spruch reingemacht. Eine Hochzeitskarte war das erste Video, das wir dazu gemacht haben, auch sehr elegant. Und diese Karte muss ich immer kurz erklären. Und zwar ist es eigentlich eine Schutzengelkarte hier. Das ist eine Babykarte in meinen Augen. Und ich habe aus der Blüte einfach Flügel für einen Schutzengel gemacht und mit einem Heiligenschein. Das muss ich immer erwähnen, weil ich das so witzig finde. Und der Spruch, die Welt ist ein schönerer Ort, seit es sich gibt, das passt natürlich sehr gut zum Geburtstag oder eben auch als Babykarte. Wenn man keine Babykarte braucht, kann man auch einen Schmetterling aus dieser Blüte machen. Habe ich mir gedacht, zeige ich euch auf jeden Fall. Die Videos, so viel sie Platz haben, verlinke ich euch einfach hier oben in der Infobox, im Abspann. Irgendwo werde ich sie euch gut verlinken, damit ihr die nachbasteln könnt, wenn ihr möchtet. Könnt ihr natürlich auch machen, wenn ihr nicht dieses Stempelset habt, weil ihr vielleicht im ein oder anderen Video immer einen tollen Tipp findet. Ich versuche da wirklich auf viele Sachen einzugehen und auch ganz viele kleine Tipps zum Sagen und euch mein Wissen zu vermitteln sozusagen. Und genau, jetzt machen wir heute diese Karte und die ist schnell gemacht und schön und kommt von Herzen. So, los geht's. An Material habe ich, wie immer, in dieser Reihe Calypso, Granit und Flüsterweiß mit den Bestellnummern. Die halte ich euch immer so kurz ins Bild. Das kennt ihr ja schon von meinen Videos. Und dann brauchen wir gleich den Papierschneider und ein Stück Calypso. Und wir brauchen dieses Calypso-Stück jetzt in dem Maß. Einen Moment. Ich halte euch auch wieder die Maßkarte rein. Und zwar 10x10 cm ist die Grundkarte. Also diesmal nicht im gleichen Format, sondern wir haben jetzt eben diese und die nächste Karte wird auch noch in einem anderen Format sein, dass ihr auch noch andere Formate seht in diesen Videos. Und wir brauchen jetzt ein Calypso-Stück mit 20 x 10 cm. So, also ich kürze mir das jetzt einmal ein auf 10 cm. Ich habe es mir jetzt nicht ausgemessen, ich hoffe, dass das 20 cm lang ist. Mal gucken, ja, das passt. Und auf 20 cm, ich schneide wieder mit der dunklen Klinge und dann falze ich mir das Ganze an dieser langen Seite, ich gehe mal besser ins Bild, die lange Seite liegt jetzt oben an dieser Fläche an und ich falze mir das jetzt bei 10 cm. Wieder mit der hellen Klinge falzen. Dann habe ich hier wieder diese berühmte Falz und diese hügelige Falz muss nach innen und die falze ich mir jetzt gleich direkt mit meinem Papierfalter schön um. Das ist unsere Grundkarte. Dann brauchen wir ein Stück Granit in dem Maß 9,5 x 9,5 und ein Stück, ich habe jetzt hier auf mich verschrieben, da steht Calypso, das ist falsch, ein Stück Flüsterweiß. So, also erstmal Granit. Mal gucken, was ich noch für Reststücke habe. 9,5 x 9,5 muss das sein. Alle Reststücke, die wir so haben, heben wir auf für unser letztes Video. Ganz wichtig, da brauchen wir Streifen. genau, und dann brauchen wir noch ein Stück Flüsterweiß. Hier habe ich noch was, das können wir nehmen.
Das braucht das Maß 9 mal 9. 9 mal 9. Super. Okay, dann haben wir eigentlich schon fast alles. Wir brauchen noch ein Etikett in Calypso. In den letzten Videos haben wir uns ja schon papiersparenderweise ganz schön viele Etiketten ausgestanzt. Aber ich möchte es euch trotzdem einmal ganz kurz zeigen. Ich habe hier noch ein Reststück und ich hoffe, das Etikett geht raus. Ich nehme einmal die Stanze Etikett für jede Gelegenheit und stanze mir hier einfach einmal das Etikett aus. Wie gesagt, das ist ein Reststück. Ich wollte euch nur zeigen, das ist natürlich jetzt ein blödes Beispiel. Ich zeige es euch jetzt an dem. Ich wollte euch nur zeigen, dass ihr euch das immer nach oben einlegt in die Stanze und dann einmal stanzt. So seht ihr genau, was ihr da stanzt. Auch wenn ihr stempelt, das machen wir aber gleich zusammen, könnt ihr euch das so ausstanzen. Okay, das Etikett brauchen wir eben noch in Calypso und dann brauchen wir noch Weiß. Da haben wir es auch schon so gemacht. Ich habe mir auch in einem der letzten Videos schon ein weißes Stück ausgestanzt. Am besten ist, wenn ihr das jetzt nicht habt, dass ihr euch zuerst den Spruch aufstempelt und dann stanzt. Das machen wir jetzt auch, damit ihr seht, wie das funktioniert. Ich habe hier noch was. Ja, das geht. Mal gucken, ob wir das schaffen. Dann stempeln wir jetzt gleich mal. Und zwar stempeln wir jetzt uns den kleinen Gruß aus dem schönen Stempelset und das Ganze mit Granit. Das ist die Bestellnummer. Und wenn ihr alle Videos verfolgt habt, dann wird es euch auch schon gehen, dass ihr euch eure Stempelkissen jetzt schon voll automatisch aufmachen könnt. Oh, ein kleiner Gruß. Ich wollte gar keinen kleinen Gruß aufstempeln. Das ist jetzt falsch. Ich wollte Danke von Herzen. Kleiner Gruß kommt erst im nächsten Video. Na, dann ändern wir das nochmal. Man kann natürlich auch eine kleine Grußkarte machen. Macht euch das jetzt was aus, wenn das ein anderer Spruch ist? Egal. Machen wir es nochmal. Also, ich nehme mir den Stempel Danke von Herzen, stempel mir den einmal schön ab, nehme jetzt mein Etikett und möchte das gerne stanzen. Und ihr seht schon, es ist hier irgendwie unangenehm. Und da wollte ich euch einen Tipp sagen. Und zwar, wenn ihr euch einfach ein Post-it nehmt und euch euer Papier, wenn ihr so ein kurzes Papierstück habt, einfach so verlängert, dann habt ihr hier einfach viel besser die Möglichkeit, das schön einzufädeln und euch das schön auszustanzen. Ich möchte jetzt versuchen, dass das relativ in der Mitte ist und stanze mir das jetzt einmal so aus. Und mit diesem Post-it habt ihr einfach ganz schnell eine Verlängerung gebaut und könnt jede Kleinigkeit, jedes kleine Teilchen wunderschön ausstanzen. Auch wenn es kurz ist. Was ich jetzt mache, ist, dass ich mir dieses Etikett zuschneide. Und zwar einfach hier an diesen Ecken, von hier, dieser Ecke bis zu dieser Ecke, schneide ich einfach dieses elegante Teilchen weg, dass wir hier so ein schönes Viereck haben. Ohne dass wir viel schneiden müssen. Also ihr könnt mit dem Etikett spielen. In den letzten Videos seht ihr dazu noch einige Ideen. Und in diesem Video machen wir es jetzt schon mal ein kleines bisschen. Und jetzt werden wir uns das Ganze ja schon mal ein bisschen aufdekorieren. Also wir kleben uns das jetzt schon mal aufeinander. Ich nehme mir jetzt einfach zwei der Menschen ist da hinten drauf. Und setze mir das dann einfach so auf mein schräges Etikett. Ich möchte es jetzt einfach ein bisschen schräg haben, das Ganze. Also man kann es natürlich auch gerade aufsetzen, aber ich fand es in schräg jetzt ganz schön. Und dann nehme ich mir mein Blattwerk. Und stempel mir das jetzt in den Hintergrund. Und vorher gucke ich, wo ich das ungefähr haben will. Also ich möchte es ungefähr da haben und dann stempel ich hier mal meine beiden Blätter hier ab. Einmal nach oben, zum Auflegen, gucken, wo es ungefähr rausschauen soll und dann noch so nach unten. Ihr könnt euch immer ein bisschen leichter tun, wenn ihr eher noch ein kleines, minimales Stückchen nach außen geht. Wenn das jetzt schwierig für euch ist zum Positionieren, aber es muss ja nicht genau so sein. Ihr habt da ja wirklich Spielraum. Eure Karte ist ganz individuell und jede Karte wird anders. Und dieses Etikett, das können wir uns jetzt gleich mit Flüssigkleber auch schon mal aufkleben. So. Manchmal ist vorne an dem Flüssigkleber ein kleines bisschen Kleber drin. Das kann man sich einfach so nach oben runterpulen und dann kommt da wieder einwandfrei der Kleber raus. Also so richtig verklebt war mein Kleber noch nie. Ich mag den wirklich gerne, den Tombow.
Dann wird es schon mal hier drauf geklebt. Und dann, Stempelfarbe mache ich auch gleich mal zu, Stempelkissen. Dann wird es jetzt ein kleines bisschen tricky. Wir nehmen jetzt wieder unser Garn. Ich habe ja versprochen, ich mache auch mal was anderes als nur einrollen. Und dann brauchen wir zwei Klebepunkte. Und die Klebepunkte, die klebe ich mir jetzt hier hinten auf. Ich gucke mal, ich brauche die ungefähr hier, aber auf der Rückseite. Halte ich mir mit dem Daumen so dagegen, drehe mir das einmal um und klebe mir das hier so an. Und auf der anderen Seite brauche ich auch eins. Also ich mache das jetzt mit den Klebepunkten, weil ich natürlich nur mit einem bestimmten Material arbeite in diesen Videos. Aber wenn ihr es habt, macht es unbedingt mit dem Abreißklebeband, da könnt ihr eine größere Klebefläche machen und dann tut man sich viel leichter. Okay, und das klebe ich jetzt so ein bisschen nach oben. Mal gucken. Also auf der anderen Seite auch eins und ich möchte das dann so abschrägen. Ja, also wir probieren jetzt einfach mal. Ich nehme jetzt meine Spitze, klebe mir das jetzt hier mal an und fange jetzt an, mir das hier rumzuwickeln. Und zwar so, dass ich zum Teil diesen Klebepunkt hier oben gar nicht erwische. Ich erwische den jetzt wahrscheinlich. Genau, hier komme ich jetzt mal rum und klebe mir das hier oben auch an und gehe dann immer wieder zu diesem einen Klebepunkt unten zurück. Und so fächere ich mir das jetzt hier so ein bisschen auf. Und versuche immer wieder, da an diesem einen Klebepunkt bleibe ich schon immer. Das ist meine, ich zeige euch das gleich nach, wenn ich es abgeschnitten habe. Meine fixe Markierung und die anderen sind so aufgefächert. So, das reicht. Viermal rumgewickelt. Müsste passen. Garn kann wieder weg. Und jetzt zeige ich euch das mal von vorne. Das ist jetzt so aufgefächert. Auf der einen Seite eigentlich immer so mehr oder weniger zusammen und auf der anderen Seite so ein bisschen aufgefächert. Und so sieht die Rückseite auf. Und hier habe ich eben nur den einen Klebepunkt. Ihr könnt da jetzt nochmal einen drüber machen, damit es wirklich fix ist. Das machen wir jetzt einfach auch zur Sicherheit. Aber wir kleben uns dieses Papier hier jetzt eh dann gleich an. Das kommt jetzt hier gleich mit Flüssigkleber auf unsere granitfarbene Karte. Hier wieder der typische Trick. Wer will, kann sich mal eben noch was ausstanzen, um noch ein bisschen Papier zu sparen. Und das braucht man auch für die nächste Karte. Das Granitfarbene. Also wenn ihr die ganze Reihe mit mir mitbastelt, das wäre ja total toll. Das könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben. Da würde ich mich richtig freuen, wenn das jemand macht. Das wäre schon cool. Aber dann könnt ihr das immer gebrauchen, was ich hier so rausstanze. Und dann klebe ich mir das jetzt hier so auf. Und Achtung, wir haben uns das ja rausgeklickst jetzt hier hinten. Ich zeige es euch gleich. Aber wir haben hier Kleber, also da können wir jetzt nicht so gut rein touchen. Und jetzt machen wir uns noch ein bisschen Kleber außenrum und kleben es komplett auf die Karte auf. Ja, also in die Ecken muss man schon ein bisschen reingehen. So. Wieder mit einem schönen Rahmen wird das Ganze jetzt so aufgeklebt. Und jetzt müssen wir noch ein bisschen ans Verfeinern gehen. So ist die Karte wirklich sehr, sehr schlicht. Ist jetzt wirklich, mir ist es zu schlicht. Also es, mir hat da was gefehlt. Und deswegen habe ich mir gedacht, schnappe ich mir nochmal ein Stück Granit und auch nochmal unsere Stempelfarbe und unser Blattwerk, diese Blätterzweige, einmal aufstempeln, einmal ausschneiden. Kennt ihr schon, kann ich jetzt auch schon immer besser mit der Serie, dass ich was von Hand ausschneide. Und dann können wir das noch hindekorieren. Ah ja, und hier habe ich es so gemacht. Ich habe ja jetzt bis jetzt immer einen kleinen Rand gelassen, so außenrum. Und bei diesem Mal habe ich mir gedacht, nee, diesmal schneide ich es wirklich richtig an dieser gestempelten Kontur auf. Also keinen Rand lassen oder nur ganz wenig Rand lassen. Aber mal um was anderes zu machen als sonst in den anderen Videos bis jetzt, werden hier die Blätter wirklich bündig abgeschnitten. So, dann nehme ich mein ausgeschnittenes Blatt, klebe mir das einmal hier von vorne auf so einen Klebepunkt, der ist jetzt vorne drauf, und klebe mir das jetzt direkt unter mein Etikett, so dass die Blätter hier noch ein bisschen drüber gehen. Und ich finde, das allein, das macht schon richtig viel aus. Der Unterschied zwischen vorher und jetzt, finde ich, ist schon ziemlich gut. Und dann mache ich es noch so, dass ich mir wieder meine Perlen schnappe und mir die natürlich wieder in zwei Ecken verteile, wieder unterschiedliche Größen mache. Und hier nehme ich jetzt auch mal zwei große Perlen. Normalerweise mache ich eher die kleinen, aber durch das, dass die Karte schon immer noch schlicht ist, fand ich das mit den großen Perlen jetzt ganz gut. Das war meine kleine Dankeskarte. Wer möchte, es gibt in dem Spruch auch noch einen ganz schönen, in dem Stempel noch einen ganz schönen Dankesspruch, wo man sich als wir bedankt, glaube ich.
Mal gucken, wo er steht. Worte reichen nicht aus, um euch für eure Unterstützung zu danken. Also, um euch zu danken. Das ist mal auch ein cooler Spruch, weil man das nicht so oft hat. Man sagt vielleicht oft danke dir oder so, aber euch, danke euch, das ist mal ein toller Spruch. Und den könnte man jetzt noch super innen reinstempeln. Man könnte natürlich auch innen noch ein Flüsterweiß reinstempeln, reinkleben und da drauf stempeln. Das könnt ihr natürlich auf jeden Fall noch machen. Je nachdem, zu welchem Anlass ihr das Ganze verschenken wollt. Aber so eine kleine, schnelle Dankeskarte braucht man immer. Und deswegen ist das heute meine Idee für euch. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Mal ein anderes Kartenformat. Und ja, noch ein Video kommt. In dem will ich euch noch ein paar Tipps zu den Etiketten geben. Und ich freue mich auf euch. Bis zum nächsten Mal, würde ich sagen. Natürlich, wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr mir gerne einen Daumen hoch geben. Und wenn es euch richtig gut gefallen hat und ihr gerne mehr von meinen Videos sehen wollt, abonniert einfach meinen Kanal, drückt die Glocke und dann werdet ihr immer kostenlos informiert, wenn ich ein neues Video hochlade. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf euch. Tschüss!